Naja, den kann ich mal ignorieren. So, die Steine, Versteinerungsdinger. Okay, jetzt kann ich den Bogenschützen nicht mehr ignorieren, weil jetzt ist er hier unten. Um Stunk zu machen. So. Er war hier unten, um Stunk zu machen. Hi, Jungs. Andre sieht angeschlagen aus. Oh, das ist jetzt weniger schön, dass er sich heilt. So, einfach auch mal uns alle heilen. Oh, das hat André ordentlich getroffen. Heil ich mal. Am besten nochmal. So, dann gucken wir, dass wir hier durchkommen. Und nächste Runde. Ich hole mir gleich mal meine Seenhaufen. So. Oh. Ah, hier geht's hoch. Ja, und gegen Ding würde ich alleine ankommen. Wenn es dann soweit wäre. Das Problem ist eher, dass jetzt gerade der ruinierte Office zu Tode gegankt wird. Au. Ja genau, Havel einfach mal ein bisschen ärgern. Mhm. Au. Wow. Gut. Hoch. Versuchen wir es einfach mal mit Hit and Run. Nein, Hit and Run hat nicht ganz so funktioniert. Dadurch hat schon funktioniert, aber nicht so gut. Jetzt stehen alle drei auf einem Haufen und gucken finster drein. Kommt schon, gönnt mir endlich den Sieg.
Gönnen Sie mir nur leider nicht, weil sonst würde hier mal mindestens ein Spieler auftauchen. Ein Spieler würde mir reichen. Aber es kommt ja keiner. Der eine hatte Timeout. Und seitdem ist er auch nicht wieder erschienen. So, das waren die beiden. Jetzt musst du als nächster ankommen. Au. So. Gleich mal hochheilen. Und hier wieder durch. Ja, die Koop-Gebiete, die machen doch Spaß, oder? Ist jemand hinter euch her? Das sieht diesmal nicht so danach aus, was mal Glück wäre. Ne, ich höre wirklich niemanden, der hinter euch her wäre. So. Damit wärst du erledigt. Die beiden Dinger sind wir auch losgeworden. Na komm, die beiden werden wir auch noch los. Ah ja. So, Wurm ist weg. Der ist auch weg. Ja, wenigstens sind wir dieses Mal gut hier durchgekommen. So, einmal auf Max heilen. Und ich sollte vielleicht mit dem Ding heilen. Das hat nämlich mehr... eine Wunderverstärkung drin. Jo, 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 jo. So, geben wir erstmal Vollgas. Noch ein Backstep, das war sehr schön. Das ist weniger schön. Ich nutze mal den Engpass, um Havel ein bisschen zu verwirren. Nein. So, hier weg. So, sie hier. Au, der Pfeil, der war nicht so schön. Okay, jetzt kommen wieder beide auf mich. Das kriege ich aber hin. Nein. Das sieht diesmal ganz gut aus. Ich muss bloß keinen Fehler machen, wie mich jetzt zum Beispiel Schild bashen lassen.
Am besten renne ich mal kurz hier durch. Au! Nein, 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 nein. So, okay, eine weg. Havel ist fast tot. Na, das lass ich doch nicht zu, dass du jetzt trinkst. Geht's dir noch gut? Okay. Au. Genau, mach Havel tot. Und Havel ist tot. So, jetzt heißt es 3 gegen 1. Und zwar gegen den Schwächsten. Was macht ihr zwei da unten? Da hat er gut angetäuscht. So, Risiko gehe ich jetzt keins mehr ein. Er zieht seinen Bogen, ist sehr schlau von ihm. Und er ist erledigt. Puh, geschafft. Glitzerndes Titanitfossil, Drachenknochen und eine Titanitscholle. Und Praise the Sun. Ja, ja. Gut, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen in Ruhe umsehen, aber ich glaube, hier liegt kein Loot mehr. Also ja, die drei droppen keine Seele, die droppen ein paar Titanit. So, da unten ist auch nichts mehr. Genau, man braucht bloß eine richtige Taktik gegen die. Etwas Erstaunliches ist ein versucht Hinterteil. Ach ja. Einmal eine Blumenrock und hier liegt noch was. Schwarzkrautbalsam. Und ja, wenn wir uns das so ansehen, wir sind wieder bei Shulva angekommen. Da drüben ist der Weg in den Tempel gewesen. Da oben müsste irgendwo das Leuchtfeuer sein. Und ja. Alles erledigt. Und wir sind hier gelandet. Jo. Das heißt, wir können da runter racen zum Leuchtfeuer zurück. Und gut ist. So, damit wäre auch dieses DLC geschafft. Und wir können uns auf den Weg ins letzte DLC machen. Das meiner Meinung nach beste DLC. Donk.